Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute können Sie bei uns unter anderem einen Gutschein über 50 Euro für eine schöne Einrichtung wie hier im Studio gewinnen. Alles kuschelig warm und der Jahreszeit angepasst. Außerdem ein Thema heute: Energiespeicherung. Nicht in dieser Größe, sondern für gesamte Häuser. Ein Traum, den viele Hausbesitzer haben. Was schon möglich ist, erfahren Sie später in der Sendung, denn ein regionales Unternehmen gehört hier zu den Marktführern. Alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Mobiles Eigenheim mit dem Flying Space überall zu Hause. Autark leben, der Wunsch nach Unabhängigkeit vom Stromanbieter. Wer sich schon einmal mit dem Thema Hausbau beschäftigt hat, weiß, dass es von der ersten Idee bis zur Umsetzung ein langer Weg ist. Man muss das richtige Grundstück finden, man muss planen, bauen und es kann wirklich viel passieren. Können Sie sich aber vorstellen, dass am Morgen Ihr Haus geliefert wird, fertig eingerichtet, Sie ziehen am Mittag ein und abends feiern Sie schon die erste Einweihungsparty? Sie glauben, das ist nicht möglich? Doch, denn viele Haushersteller liefern heute das komplette Haus schlüsselfertig auf die Baustelle. Die Entstehung eines Fertighauses reicht zurück bis ins Mittelalter. Auch für Fachwerkhäuser wurden die Bauteile vorgefertigt und zur Baustelle transportiert. Heute geht man einen Schritt weiter und fertigt komplette Häuser oder auch Minihäuser, sogenannte Flying Spaces, im Werkfonds und bringt diese in kurzer Zeit auf die Baustelle. Damit reagieren die Hersteller auf die veränderten Anforderungen des Marktes. Neben dem Bedarf an klassischen Einfamilienhäusern wird die Nachfrage nach flexibel nutzbarem Wohnraum größer. Für Erweiterungen, barrierefreie Anbauten, freistehende Kompakthäuser oder als komplette Wohneinheit für Singles und Ältere. Ihren negativen Ruf als Pappschachteln haben Fertighäuser mittlerweile abgelegt. Rund 16% der neu gebauten Eigenheime in Deutschland sind vorgefertigt. In der Grundsatz sollte es so sein, es funktioniert aber in der Realität natürlich nicht. Keiner möchte eine Serie, keiner möchte im gleichen Haus wohnen wie der Nachbar. Daher werden schon seit den 90ern eigentlich alle Häuser ganz individuell geplant. Jedes Haus ist ein Unikat, jedes Haus ist ein Architektenhaus. Fertighäuser aus Holz haben eine gute Ökobilanz. Niedriger Energieverbrauch und ein gesundes Raumklima sind die Vorteile. Von der Bestellung bis zum Einzug dauert ein Fertighaus 6 bis 11 Monate. Zwischen Montagebeginn und schlüsselfertiger Hausübergabe liegen nur wenige Wochen. Das Flying Space kann schon am selben Tag bezogen werden. Die Kosten sind nicht automatisch weniger als bei einem konventionell gebauten Haus. Der Endpreis wird aber immer vorab festgelegt. Bei individueller Planung kann es dabei natürlich Unterschiede pro Quadratmeter geben. Also so als Mischkalkulation würde ich mal angeben 2000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Das ist so der gesunde Durchschnitt. Es gibt Kunden, die geben auch 2500 Euro aus oder auch weniger aus. Das kommt natürlich tatsächlich darauf an, wie aufwendig man die Außenfassade gestaltet, wie viele Fensterflächen oder auch die Innenausstattung. Also man lacht immer, aber es gibt tatsächlich noch diesen goldenen Wasserhahn, den man für 1000 Euro kaufen kann. Regionale Gastronomen wie der Sporrädlehof in Wasserburg-Hege bieten die Flying Spaces als Ferienhäuser an. Eine gute Möglichkeit, den Wohnkomfort zu testen. Für Familien, Paare oder Singles. Zwischen 40 und 50 Quadratmetern bietet die Fläche eines Wohnwürfels oder Minihauses. Diese können je nach Bedarf beliebig aufgestockt werden. Bauen und Wohnen, das steht auch für aktuelle Nachrichten rund um Ihr Zuhause. Diese Woche haben wir auch die Antwort unseres Gewinnspiels in den Nachrichten versteckt, und zwar in der Nachricht 3. Sie können einen 50-Euro-Gutschein unseres Partners Wohnraum Garten gewinnen. Also, gut aufpassen! In der Region Schwarzwald-Barheuberg mangelt es nach Angaben der dortigen Industrie- und Handelskammer an hochwertigen Mietangeboten. Präsident Dieter Teufel bemängelt in diesem Zusammenhang das geplante neue Baurecht der grün-roten Landesregierung. Demnach sollen Bauvorhaben stärker als bisher nach ökologischen und sozialen Kriterien geregelt werden. Wohnraum wäre für viele nicht mehr bezahlbar. Die Baubranche benötigt dringend qualifizierte Fach- und Führungskräfte. Aufgrund der rasanten technischen Entwicklung hat sich die Tätigkeit in den Bauberufen erheblich verändert. Der Einsatz von modernen Maschinen erfordert Fachwissen und weniger Muskelkraft. Daher bieten Bauberufe auch für Mädchen gute Perspektiven. Die Sicherheit der Arbeitsplätze und gute Aufstiegschancen sind die Vorteile der Branche.
Heute erscheint der neue Bauherrenratgeber. Das regionale Magazin für alle Bauherren gibt praktische Beispiele und fachmännische Tipps für die Gestaltung des eigenen Traumhauses. In der aktuellen Ausgabe zeigt der Bauherrenratgeber Lösungen für problematische Grundstücke und die Restauration von Altbauten. Ein weiteres Thema ist Energiesparen. Ich hoffe, Sie haben sehr gut aufgepasst. Die richtige Antwort senden Sie bitte an gewinnspiel@regio-tv.de mit dem Betreff Bauen und Wohnen. Wir werden dann unter allen einen Gutschein verlosen. Nach der Werbung geht es bei uns weiter mit dem Thema Energiespeicher. Wie können Sie wirklich Ihre Stromkosten senken und was ist heute schon möglich? Haben Sie ein eigenes Haus oder eine Wohnung? Träumen Sie nicht auch davon, sich so autark wie möglich von den Energieanbietern versorgen zu können? Aufgrund der geografischen Lage von Deutschland ist dies nicht immer möglich. Aber in Sachen Strom gibt es heute schon eine ganz große Möglichkeit, die Stromrechnung zu senken und sich so autark wie möglich zu versorgen. Ein Unternehmen hier aus der Region gehört zu den Marktführern. Was sich genau hinter dem Thema Energiespeicher versteckt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wer wünscht sich nicht, unabhängig vom Stromanbieter zu sein und dadurch Kosten zu sparen? Solch ein Apparat macht das möglich. Mit einem Energiespeichersystem speist man sich nicht länger ins öffentliche Stromnetz ein, sondern verbraucht seinen erzeugten Strom einfach selbst. Das ist geeignet für jeden, der ein privates Dach hat, wo er da dran hat, eine kleine Photovoltaikanlage machen möchte und etwas für die Umwelt tut und für das Stromnetz, dass wir da dran hat, die Mittagsspitzen einfach in der Batterie speichern und abends, wenn wir vom Dach keine Energie mehr zur Verfügung haben, aus der Batterie die Energie entnehmen kann. Auch wenn die Sonne abends nicht mehr scheint, lässt sich also die Energie der PV-Anlage nutzen. Dadurch sinkt der Anteil, der vom Versorger bezogen werden muss. Das spart Geld und der Verbraucher bleibt unabhängig von steigenden Stromkosten. Wir hatten andauernd steigende Kosten, gerade im Strombereich und überhaupt Heizöl wird alles teuer. Und da hat man eben gesagt, ja, macht man eben so einen Speicher mit rein und geht da ein bisschen so die autarke Schiene, würde ich mal sagen. Wer sich einen Solarstromspeicher in Verbindung mit einer neu zu bauenden Photovoltaikanlage anschafft, bekommt zudem eine Förderung der KfW. Bis zu 600 Euro pro Kilowatt-Peak PV-Leistung sind möglich. Ein Tilgungszuschuss bis zu 660 Euro pro Kilowatt-Peak PV-Leistung ist möglich, wenn eine bestehende Photovoltaikanlage, welche nach dem 31.12.2012 in Betrieb genommen wurde, mit einem Batteriespeicher nachgerüstet wird. Peter Piete nutzt seinen Energiespeicher bereits seit rund 1,5 Jahren. Für ihn hat sich die Anschaffung gelohnt. Das Jahresergebnis ist rund 75% an der Anlage. Und in den Sommermonaten habe ich praktisch 100%. Früher habe ich 135 Euro gezahlt, jetzt zahle ich noch 49 und dann werde ich auch noch wieder zurückkriegen. Wir bekommen ja Geld vom Regionalwerk für das, was ich einspeise. Peter Piete profitiert von der Leistung seines Energiespeichers. Im Sommer speist er gar keinen Strom aus dem öffentlichen Netz. Dennoch bedeutet die Umstellung auf Autarkie auch eine Umstellung der Lebensweise. Unser Leben hat sich verändert. Das war besonders für meine Frau etwas umständlich, weil man nicht gleich die Waschmaschine morgens einschalten kann. Man muss erst abwarten, bis über Nachbarhaus die Sonne kommt und das Anlage dann funktioniert. Ist die Batterie leer oder ein Minimum der Batteriekapazität erreicht, heißt das aber nicht, dass plötzlich kein Strom mehr zur Verfügung steht. Dann bezieht man den Strom automatisch aus dem öffentlichen Netz. Zum Thema Energiespeicher begrüßen wir ganz herzlich Thomas Neumann, Geschäftsführer der Q3 Energieelektronik GmbH und Co. KG aus Kaufbeuren. Herzlich willkommen. Hallo. Wir haben gerade von Herrn Piete im Beitrag gehört, 75% Autarkie, das hört sich wahnsinnig viel an, aber auch sehr gekonnt. Ja, also erstrebenswert wäre natürlich 100% Autarkie, aber man muss natürlich sehen, dass wir in den Wintermonaten nicht immer wirklich so viel Sonne haben, dass man das Gebäude autark machen kann. Deswegen kann man davon ausgehen, eine Autarkie zwischen 60 und 75% ist durchaus möglich.
Ihr Unternehmen ist ja auch nicht ganz risikofrei. Die PV-Branche liegt eigentlich am Boden. Sie haben selbst das eigene Energiesystem entwickelt. Ja. Wie kamen Sie darauf? Also wir haben bereits 2010 uns Gedanken darüber gemacht, wohin geht die PV-Branche. Die Einspeisevergütung wird irgendwann mal so weit sinken, dass es einfach nicht mehr rentabel ist, den Strom zu verkaufen. Aber durch die Entwicklung der Strompreise im Gesamten hat man natürlich gesehen, dass die Eigenstromproduktion das Wichtige ist. Und deswegen haben wir den Fokus auf die Entwicklung von einem Speichersystem gesetzt. Wir sind beim Thema Speicher. Wie sicher sind die Speicher? Weil viele Kunden haben ja doch die Angst, ich stelle mir eine Batterie in den Keller. Also man muss natürlich ganz klar sagen, die Sicherheit ist bei Batterien heute gegeben. Wir haben überall in unserem Alltag Batterien, ob man jetzt vom Handy ausgeht, Laptops, auch teilweise in der Elektromobilität bereits. Die Sicherheit ist da. Also die Batterien, die wir verwenden, haben sogar eine Zulassung für den Flugbetrieb. Und das ist eigentlich schon ein deutliches Zeichen dafür, dass bei einer stationären Anwendung eigentlich nichts passieren kann. Ich bin jetzt Ihr Kunde und möchte mich informieren. Ja. Wie groß muss mein Speicher sein? Wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, damit ich mich zu 60-70% autark machen kann? Gut, das kommt immer ganz darauf an, wie Ihr Verbrauchsverhalten ist. Aber bei einem durchschnittlichen Haushalt mit, 4.000 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr und einer PV-Anlage etwa 5 Kilowatt Peak auf dem Dach, das sind so die typischen Größen, gehe ich mal davon aus, dass Sie mit einer Investition um die 10.000 Euro auskommen werden. Was auch die große Frage ist, wie lange hält eine Batterie wirklich? PV-Anlagen sind für 20 Jahre kalkuliert. Ja. Hält die Batterie wirklich 20 Jahre? Das ist sicherlich einer der Knackpunkte. Es gibt unterschiedliche Technologien, wie Sie ja angesprochen haben. Bei der Technik, die wir verwenden, ist es so, dass Sie 5.000 Zyklen fahren können. Also Sie können 5.000 Mal die Batterie voll beladen und wieder entladen, bis die Batterie eine Restkapazität von 80% hat. Sie ist also nach dieser Zeit nicht kaputt. Wenn man jetzt von 250 Zyklen im Jahr ausgeht, das ist das, was ungefähr möglich ist, dann haben Sie eine Laufzeit der Batterie von 20 Jahren und mehr. Herr Neumann, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch und die kompetente Information. Wir sind für diese Woche schon wieder am Ende der Sendung. Kommende Woche dann mit dem Thema aus Alt macht Jung, was sich genau dahinter versteckt, sehen Sie nächste Woche. Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.